In einer Zeit steigender Temperaturen und Klimainstabilität gilt die meiste Aufmerksamkeit den Treibhausgasen. Aber es gibt noch einen anderen Weg, der oft übersehen wird, das Klima zu stabilisieren und den Planeten zu kühlen. Pflanzen. Im Gegensatz zu Hightech-Geoengineering-Maßnahmen bringen Wälder, Feuchtgebiete, Grasland und maritime Ökosysteme zahlreiche Vorteile mit sich. Sie kühlen nicht nur die Atmosphäre, sondern erhöhen die Artenvielfalt und sie können Überschwemmungen und Erosion verhindern. Aber jetzt lassen Sie uns darüber reden, wie Sie das Wetter stabilisieren und die natürliche Kühlung fördern. Erstens, Transpiration. Wir alle wissen, dass Pflanzen durch ihre Wurzeln Wasser aufnehmen. Aber was passiert mit dem Wasser? Das meiste Wasser verdunstet durch die Blätter, als Teil des Prozesses der Photosynthese. Präzise werden für jedes Molekül Kohlenstoff, das gebunden wird, und für jedes freigesetzte Sauerstoffmolekül mehrere hundert Moleküle Wasser verdunstet, was wir als Transpiration bezeichnen. Diese Transpiration kühlt den Wald auf die gleiche Weise, wie Schweiß den Körper kühlt. Es ist diese Verdunstung, die Wärme absorbiert. Weshalb sich Wälder so kühl anfühlen, es ist nicht nur der Schatten. Am Rande des Amazonas sind die Temperaturen im Regenwald konstant 5 Grad kühler als auf Farmen, die nur einen kurzen Spaziergang entfernt sind. Und in Sumatra sind die Temperaturen in den Regenwäldern bis zu 10 Grad kühler als in den benachbarten Palmölplantagen. Zweitens, Kondensationskerne. Blätter sind nicht einfach nur Blätter, sie sind die Heimat vieler Arten von Bakterien, von denen einige leicht genug sind, um zusammen mit dem transpirierenden Wasserdampf hoch in die Atmosphäre aufzusteigen. Diese Bakterien sind klein, aber viel größer als die Wasserdampfteilchen, so dass der gasförmige Wasserdampf die Oberfläche der Bakterien nutzt, um zu flüssigen Tröpfchen zu kondensieren, wodurch Wolken viel schneller entstehen. Wälder, Grasland und marine Ökosysteme produzieren jeweils ihre eigene Art von Kondensationskernen. Auf diese Weise säen Pflanzen Wolken. Wenn das Wasser auf Wolkenhöhe kondensiert, gibt es die Wärme ab, die es bei der Verdunstung absorbiert hat. Somit bewegt die Pflanze durch Transpiration die auf die Erde einstrahlende Sonnenwärme, die ansonsten durch die Treibhausgase eingeschlossen worden wäre, in große Höhen, wo ein Großteil davon, laut einigen Experten sogar die Hälfte, zurück in den Weltraum strahlt. Wärme verlässt die Erde und die Erde kühlt ab. Was wäre nun, wenn wir aus irgendeinem Grund hier keine Pflanzen hätten? Damit hätten wir keine Kondensationskerne und dann könnte der Wasserdampf keine Wolken bilden und würde stattdessen Dunst bilden. Dunst verursacht jedoch Erwärmung und keine Abkühlung, denn unkondensierter Wasserdampf ist selbst ein Treibhausgas. Drittens, Wolken. Aus den beiden vorherigen Punkten wissen wir also, dass mehr Pflanzen mehr Wolken bedeuten und dass aufgrund der Transpiration und der Kondensationskerne Wasserdampf in Abhängigkeit von den jeweiligen Bedingungen sowohl wärmende und kühlende Effekte haben kann. Im Durchschnitt haben wir einen kühlenden Nettoeffekt. Mehr Wolken bedeuten insgesamt eine kühlere Atmosphäre, denn Wolken reflektieren Sonnenlicht. Eine weitere wichtige Eigenschaft der Wolken ist, dass sie Regen produzieren. Die schlimmsten Schäden durch den Klimawandel entstehen nicht durch die Hitze selbst, sondern durch Überschwemmungen, Dürren, Brände und unregelmäßige Regenfälle. Intakte Ökosysteme helfen, die Regenzeit zu verlängern, indem sie Wasser im Boden absorbieren, damit
das Grundwasser wieder auffüllen und Wasserquellen speisen, die dann wiederum die Pflanzen mit Wasser versorgen, um sie grün und transpirierend zu halten. Sie macht die Pflanzen viel widerstandsfähiger gegen Feuer. Gesunde Böden und Feuchtgebiete sind wie ein Schwamm. Der Überschwemmungen während der Regenzeit absorbiert. Viertens, Einlagerung von Kohlenstoff. Wir kennen Kohlenstoffdioxid vor allem als Treibhausgas, was nicht unumstritten ist. Kohlenstoff ist aber auch ein elementarer Baustein des Lebens auf unserem Planeten. So bestehen auch Pflanzen hauptsächlich aus Kohlenstoff. Ihr Wachstum erfordert Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Ein großer Teil des von den Pflanzen fixierten Kohlenstoffs geht über kohlenstoffhaltige Verbindungen in die Wurzeln. Die Wurzeln scheiden diesen Kohlenstoff aus, der einst in der Atmosphäre war. Dort bleibt er unter der Erde manchmal für Hunderte von Jahren, wenn sie ungestört bleiben. Grasland und Feuchtgebiete sind besonders gut darin, Kohlenstoff zu binden und Böden aufzubauen. Teil 5. Der Ozean. Und schließlich sollten wir nicht die 2/3 des Planeten vergessen, die von Wasser bedeckt sind. Das Ozeannahrungsnetz basiert wie das terrestrische Leben auf Pflanzen, Algen und Cyanobakterien. Ökosysteme im Meer tragen ebenso wie landgestützte Ökosysteme zur Wolkenbildung bei und binden außerdem enorme Mengen an Kohlenstoff in Form von Calciumcarbonat. Wenn die Riffe, Flussmündungen und Seetangwälder gesund sind, gedeihen Muscheln und ihre Schalen nehmen Kohlenstoff aus der Atmosphäre auf und wirken damit gleichzeitig der Versauerung der Ozeane entgegen. Abschluss. Wunderbar, lasst uns einfach überall Bäume pflanzen und den Klimawandel bekämpfen. Worauf warten wir jetzt noch? Nun, seien wir vorsichtig. Es hat eine ganze Reihe von Wiederaufforstungsversuchen gegeben und einige endeten in einer Katastrophe. Wenn zum Beispiel schnell wachsende Bäume das verfügbare Wasser aufsaugen und das Land veröden lassen. So etwas passiert oft, wenn wir Kohlenstoffberechnungen zur Steuerung der Regeneration von Ökosystemen verwenden. Wir müssen ganzheitlich denken. Ein gesunder Wald ist mehr als ein Haufen Bäume. Eine Palmölplantage hat eine Menge Bäume, aber sie kühlt nicht die Luft, baut keinen Boden auf oder verhindert Dürren wie ein Wald. Nicht nur Wälder, sondern alle Ökosysteme sind wie Organe eines lebenden Planeten. Wie unsere Organe, die die Körpertemperatur steuern, die Körperflüssigkeiten lenken und das Leben des Ganzen aufrechterhalten. Das war eine Produktion von Jimmy Eisenstein. Ich verlinke euch das englische Original unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch eine Patreon-Adresse, wo ihr Jimmy unterstützen könnt.